Und bei uns im Studio ist Dieter Faulenbach da Costa. Er ist Architekt und Stadtplaner, ein unabhängiger Gutachter. Flughafenexperte, war in den letzten knapp 30 Jahren an über 40 Flughafenprojekten in über 40 Ländern beteiligt. Und Sie sind einer der schärfsten Kritiker des Berlin-Brandenburger Flughafens. Ihr Hauptkritikpunkt ist, da wurde von Anfang an bei der Planung ganz viel Murks gemacht. Ja, ist richtig. Erstens der falsche Standort, und neben dem falschen Standort hat man dann gleichzeitig auch den Flughafen zwar in der Planfeststellung überdimensioniert, aber dann, wenn man in die Projektrealisierung gegangen ist, in die Projektphase gegangen ist, ein altes Projekt, offensichtlich eine alte Planung umgesetzt und damit den Flughafen unterdimensioniert. Das heißt, der Flughafen, der jetzt ja noch gar nicht fertig ist, wäre, wenn er fertig würde, auch schon wieder viel zu klein. Nicht genug Gates, nicht genug Gepäckabfertigung, nicht genug Schalter? Gates hätte er genug. Was er nicht genug hätte, wären Check-in-Schalter, Sicherheitskontrollstellen. Er hätte nicht genügend Gepäckausgabebänder. Die Gepäckförderanlage wäre zu klein und die Gepäckmanipulation auf dem Vorfeld. Die Verladung der Koffer zum Flugzeug wäre zu gering. Wie kommt denn sowas, dass man sowas so krass fehlplant? Also diese Frage habe ich mir auch schon häufiger gestellt, wie man, und das ist offensichtlich gemeinsam, ein solches Projekt so kraftvoll gegen die Wand fahren kann. Das haben alle Beteiligten gemacht. Ich habe mich darüber gewundert, ich habe es nicht verstanden, weil das hätte man frühzeitig sehen können, hätte frühzeitig auch abstellen können. Wo liegt da die Krux? In der Geschäftsführung, in der Politik oder bereits bei den Architekten und Planern? Also ich sag mal, wenn, dann haben alle Beteiligten das Projekt gegen die Wand gefahren. Vordringlich natürlich die Planer und die Flughafengesellschaft, weil sie die Verkehrsentwicklung in Berlin nicht beachtet haben und haben keine neuen Prognosen aufgestellt oder keine neuen Projektziele definiert, sondern sind offensichtlich mit veralteten Zahlen in die Projektplanung gegangen. Kann man denn den Flughafen jetzt da, wo er ist, dann nicht größer bauen, wenn er jemals fertig wird? Kann man natürlich machen. Nur sinnvoll ist es, wenn man so viel Geld investiert, dass man den Flughafen die nächsten 10 bis 15 Jahre, nachdem man ihn in Betrieb genommen hat, München ist das Beispiel, Hongkong ist ein Beispiel dafür, dass man erst nach 15 Jahren sich über Erweiterungen unterhält und nicht gleich mit der Inbetriebnahme den Flughafen erweitern muss. Und das wäre jetzt in Berlin der Fall. Das heißt, die Flughafengesellschaft kann überhaupt keine aktive Geschäftspolitik betreiben. Zusätzlich Airlines gewinnen. Also ist das auch ein finanzielles Problem dann? Ist auch ein finanzielles Problem. Kann das ganze Ding dann auch in die Insolvenz gehen? Ich denke mal, in die Insolvenz gehen, solange es eine staatliche, solange die staatlichen Anteile sind, nicht. Und ich denke mal, auch selbst wenn der Flughafen privatisiert worden wäre, würde auch nicht in die Insolvenz gehen, weil es ein Projekt der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Also wird der Staat immer, ob privat organisiert oder staatlich organisiert, für die Defizite hinhalten müssen. Nun, als derjenige, der mit hinhält, also als Steuerzahler, dann reibt man sich schon die Augen, wenn man hört, dass jetzt diese gesamte Brandschutzanlage in diesem Flughafen offenbar so katastrophal ist, dass man sie eigentlich auch direkt rausreißen und ganz neu anfangen kann. Wie kann sowas denn passieren? Da muss doch irgendjemand wirklich falsch geplant haben. Also falsch geplant worden sein kann nicht, denn es wurde hier eine Anlage von der Baugenehmigungsbehörde genehmigt. Sondern man hat offensichtlich nachher im Bau nicht mehr darauf geachtet, was man genehmigt bekommen hat, sondern hat einfach was anders gebaut. Also das, was Ihnen und mir passieren würde, wenn Sie ein Haus bauen, Sie würden von der Baugenehmigung abweichen, würde Ihnen Ihre Baustelle sofort stillgelegt und Sie würden eine Ordnungsstrafe bekommen. Das funktioniert beim Flughafen offensichtlich nicht, sondern er kann, oder generell bei Flughäfen habe ich den Eindruck, die können machen, was sie wollen. Die Baubehörden greifen nicht ein und nachher stellt man dann irgendwann fest, hoppla, da ist was schiefgelaufen. Und genau das ist ja passiert. Unter anderem ist es jetzt auch doppelt so teuer wie vorgesehen. Ist das nach Ihrer Erfahrung mit so vielen Flughafenprojekten normal? Oder ist das hier ein ganz besonderer Wahnsinn, der sich da in Berlin abspielt? Also das Planungsprinzip, das sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat, ist so ein bisschen, dass man sagen kann, man muss mit Mehrkosten rechnen, weil man nicht durchplant am Anfang, sondern während der Bauphase plant. Und dann kommt es zu Mehrkosten. Was in Berlin passiert ist, ich finde es einmalig, ein Desaster. Und dieses Desaster wird, wenn man den Flughafen jetzt schnell in Betrieb nehmen will, also 2014, wird dieses Desaster dann im Betrieb noch mal deutlich werden. Das heißt, man hat im Bau ein Desaster gehabt, in den Kosten ein Desaster und wird nachher im Betrieb, wenn man diesen Flughafenbetrieb nimmt, auch ein Desaster erleben. Sagt der Flughafenexperte und Architekt Dieter Faulenbach da Costa. Okay. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Nicht zu danken. Viele Hintergrundinformationen zu Pleiten, Pech und Pannen beim Großflughafen Berlin finden Sie bei uns auch online auf heute.de.